Guten Morgen. Ja, hallo, einen schönen guten Morgen. So, gucken wir doch erstmal auf diesen Temperatursturz, den wir jetzt heute irgendwie plötzlich erleben. Ist jetzt direkt alles kaputt oder können das viele Pflanzen jetzt auch noch mal so ein, zwei Tage ganz gut aushalten, was da draußen gerade passiert? Also grundsätzlich können das einige Pflanzen aushalten. Also wenn man sieht, so ein Oleander, ich habe hier so einen Oleander, der kann auch minus 5 Grad ab. Eine Olive kann das auch, das ist halt auch kein Problem. Aber es ist halt einfach so, und das sagen die Gärtner, es gibt immer noch die Eisheiligen und alle Beet- und Balkonpflanzen sollten halt wirklich bis zu den Eisheiligen warten. Wer seine Tomaten in den Garten gesetzt hat, der setzt dann aber nochmal. Er ist eine kühne Wette eingegangen. So, wir wollen heute Morgen aber auch mal nach vorne blicken. Es klingt im Moment noch weit weg, es klingt fast ein bisschen absurd, aber wir müssen uns jetzt schon auf den Sommer vorbereiten. Und der soll, das sagen erste Prognosen, wieder mal sehr heiß und sehr trocken werden. In den südlichen Ländern sehen wir das teilweise jetzt schon. Was kann ich denn jetzt schon auch vor allem beim Einkauf der Pflanzen, die ich dann bei mir haben will, vielleicht beachten? Was geht und was geht vielleicht auch nicht mehr? Ja, also grundsätzlich mit den richtigen Vorbereitungen geht fast alles. Also da gibt es halt Möglichkeiten. Aber wenn ich zum Beispiel einen Südbalkon habe und sehr viel Sonne eben und ich möchte ein bisschen Wasser sparen, dann achtet man darauf, dass man dickfleischige Pflanzen setzt. Das heißt zum Beispiel, gibt es Sedumarten oder die fette Henne, die man setzen kann. Die kann man nämlich auch auf dem Südbalkon setzen. Da kann den ganzen Tag die Sonne drauf scheinen und die muss ich halt eben wenig gießen. Und das ist halt eben ein großer Vorteil. Das kann man sich vorher so ein bisschen erkundigen und dann gibt es die Gärtner, die einem da auch richtig Auskunft geben. Kann ich das im Grunde genommen beim Einkauf im Gartencenter jetzt schon erkennen? Also im Grunde genommen schon, je dicker die Pflanze ist, desto mehr Fleisch die hat, desto resistenter ist die tatsächlich auch. Ist es so einfach, wenn wir uns das da mal angucken? Ja, genau. Hier habe ich mal so eine Pflanze. Das heißt, die hat so ein graues Blatt. Das sieht man zum Beispiel ja auch bei der Olive. Das ist ein Zeichen, dass sie richtig viel Sonne ab kann. Das heißt also, Pflanzen, die dickfleischige Blätter haben, Pflanzen, die auf den Blättern kleine Härchen haben und so. Und das zeigt mir, dass diese Pflanzen ganz viel Hitze abkönnen. Weil die beschatten sich dann nämlich selber oder speichern eben Wasser in ihren Blättern. Ja, hier sieht man die Olive, die eben auch dieses graue Blatt hat. Dann nochmal die fette Henne mit den dicken Wasserspeicherblättern. Also die sorgen wirklich dafür, dass man keine Angst haben muss vor dem heißen, vor dem heißen Sommer. So, wenn ich jetzt die richtigen Pflanzen ausgewählt habe, was sollte ich denn beim Einpflanzen beachten? Mulch oder nicht Mulch? Das ist ja bei vielen fast so eine Glaubensfrage. Ja, also grundsätzlich ist immer eine Sache, dass ich halt beim Einpflanzen, wenn ich zum Beispiel einen Balkonkasten, habe ich mal so einen Tipp. Das heißt also, ganz normale alte Schwämme, die werden einfach unten noch mit in dem Kasten eingebaut. Das heißt einfach als Untergrund reingestellt, der saugt sich mit Wasser voll. Das ist sozusagen eine Art Wasserspeicher und gibt das Wasser dann langsam ab. Dann brauche ich halt eben auch nicht zu viel gießen. Und natürlich auch hier ganz klar Mulch. Ist auch eine ganz wichtige Sache. Und Mulch ist eben auch für Kübel. Das heißt also, ich kann auch meine Kübel mit Mulch abdecken. Das ist eben wichtig. Und dieser Mulch sorgt eben dafür, dass weniger Wasser verdunstet. Und man sollte halt seinen Boden auch im Garten so wenig wie möglich bearbeiten. Das heißt also, gar nicht mehr umgraben. Sonst, das heißt also, umso lockerer der Boden ist, umso mehr Wasser verdunstet er dann, also den Boden gar nicht mehr so bearbeiten, nur ein bisschen aufreißen, Pflanze rein, abmulchen, fertig. Und dann spart man eine Menge Wasser. Eine letzte Sache noch. Wir alle wissen ja in Deutschland, wir lieben unsere Hecken. Und auch wenn die heute Morgen vielleicht noch so ein bisschen frostig sein können, generell sehen viele Hecken in Deutschland eher so aus wie diese Thuja, die wir hier gleich mal zeigen können. Die sind so ein bisschen verbrannt, haben so kahle Stellen schon aus den letzten Sommern. Kann ich die noch retten? Kann ich die irgendwie besser vorbereiten auf diesen Sommer? Oder ist die Hecke, wie wir sie kennen, eigentlich ein bisschen Auslaufmodell bei dem Wetter, was wir jetzt eher erwarten? Also bei der Thuja schon, weil die Thuja, das ist der deutsche Name, ist eine Sumpfzypresse und da sagt der Name schon, die braucht ganz viel Wasser. Also hier muss man auch wirklich sehen, dass diese Hecken immer gemulcht werden, dass sie kein Wasser verlieren. Man muss halt unheimlich wässern und wenn man solche Hecken hat, die so ein bisschen leiden, kann man zum Beispiel über eine Blattdüngung, die so ein bisschen so auf die Sprünge helfen. Aber grundsätzlich muss man immer dafür sorgen, dass sie ordentlich mit Wasser versorgt ist, also durchdringend und tief durchwässern, also nicht jeden Tag ein bisschen, sondern eine Woche, einmal in der Woche richtig tief durchwässern und dann kommt sie auch gut durchs Jahr.
Tja, und wie lange das noch möglich ist in den Sommern, das wird sich in Zukunft dann zeigen. René war das. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren an einem frostigen Tag. Wir haben aber gelernt, kein Grund zur Panik. Und zumindest haben wir uns schon mal ein paar warme Gedanken gemacht für den Sommer. Danke, René war das.